So, willkommen zur letzten Aufnahme für diese Session, also für diese Woche jetzt. Das, weißt du richtig? Ja, richtig. Genau. Unseren Ofen endlich mal ausbauen und dann geht's ab. So. Okay. Wir brauchen Holz, wir brauchen 6 Kisten, 6 Kisten mal 8 sind 48, also so bam. Ja, hier so immer so und immer gib ihm, immer gib ihm, immer gib ihm, immer gib ihm, immer gib ihm und immer gib ihm. Ha! Verwertung Extreme. Scheiße. Ich habe doch schon 2. Ich will sterben. Okay, gut. Jetzt haben wir hier... ach so, siehst du, wir brauchen ja... Ha, wir brauchen eh noch eine Kiste, weil der Hopper... Der Hopper braucht auch noch eine Truhe, oder? Ja, in the middle. God damn it. Hier. So. Das heißt also, wir brauchen noch mal 3 Kisten, also eine Kiste. So, 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 bam, bam. Okay, dann kommt jetzt das und jetzt kommt... Ah! Trichter ist das Ding auf Deutsch, geil. Eisenklumpen. Kann ich irgendwelchen fremden Leuten einfach in den Kopf werfen? Hier kriegst du Eisenklumpen. Ah! So, okay, ab nach unten. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt können wir unseren schnieken Ofen bauen. Die Frage ist, wie platzieren wir ihn? Also, wir brauchen nach unten hin zu einer der beiden Seiten und nach oben hin. Jeweils eins Platz und dann jeweils noch die Kisten. Das heißt also, der Ofen wird so auf ungefähr auf der Höhe platziert. Doch, genau, auf der Höhe platziert. Dann kommt eine Kiste, die mit dem Zeug, was rein soll, kommt dann praktisch da drüber. Dann müssten wir aber noch unten bauen. Oh Gott. Machen wir denn das? Also Ding in die Mitte. Ein Ding da drüber. Ich muss mal testen, ob das auch daneben geht. Also du kommst auf jeden Fall erstmal weg. Ja, irgendwo überhaupt. Da geht es dann nach da. Heißt also, es wäre besser, wenn das Ganze... Nein. Jetzt war es hier so. Bam. Denn auf jeden Fall der drüber. So. So. Dann haben wir jetzt hier unseren Ofen. Dann kommen hier so die Ausgabekisten hin. Heißt also, hier sind 2 Kisten. Da kommt der Hopper dran, genau. So, jetzt wird es nämlich ein bisschen tricky. Es muss hier ein Hopper dran. Und da muss ein Hopper dran. So, und hier muss jetzt... Und jetzt bin ich mir nämlich nicht sicher. Muss die Kiste direkt da drüber sein? Eigentlich schon. Gut, dann macht das anders. Dann baue ich die doch nochmal ab. Und verlage das Ganze eins nach unten. Dann wird praktisch die untere Kiste hier in den Boden eingelassen. So ungefähr. Da kommt jetzt der Hopper dran. Jetzt kommt der Ofen nämlich hier drauf. Das macht das Ganze dann nämlich ein bisschen zugänglicher. So, du musst dann weg. Komm, der ganze Kacke kommt auch alles weg. Du kommst dann nach da. Hier kommt dann nämlich eine Kiste ran. Bam, bam. Und hier kommt dann die Kiste mit dem Zeugs, was da denn rein soll. So, das heißt,
der ganze Plunder hier muss weg. Und der Plunder muss alles weg. Das kommt nämlich alles denn hier mit dem Stein. Damit das alles aussieht, wie es ist so gewollt. Dementsprechend mache ich das hier ein bisschen auch gleich so. Ja doch, genau. So, dann haben wir nämlich hier eine Aussparung. Und an diese Aussparung kommt dann nämlich hier das ganze Kladderadatsch dran. Jetzt sieht das aus wie gewollt. Perfekt. Geil. Na komm. Dankeschön. Gut. Perfekt. Easy. Ach, jetzt weiß ich auch, wie viel wir die Schilder haben. Klar. Die mussten wir da ja, die sind ja die Schilder, die da ran geklatscht kommen. Dankeschön. So. Mache ich das jetzt drüber oder immer daneben? Optisch gesehen wäre daneben natürlich. Oh. Die müssen ja natürlich auch weg. Danke. Alles andere sehe scheiße aus. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Doppelkiste. Hier ist die Ausgabe. Davor bitte mal eine Zeile frei, sonst sieht die wieder so gequetscht aus. Sieht das so besser aus? Ich weiß nicht. Danke. Wie nennen wir das? Brennstoffzelle. So, Brennstoff oder. Gott, gibt es dafür noch einen schöneren Namen? Ich weiß nicht, irgendwie passt Brennstoff so vom Klang her nicht. Brennstoff klingt so scheiße. Brennstoff klingt wie so eine fertige Substanz, halt also so wie, ja, wie eine Flüssigkeit oder sowas. Ja, Treibstoff klingt auch scheiße. Ich glaube, Treibstoff ist für Autos. Zunder kann man auch nicht nehmen. Da weiß ja wieder keiner, was gemeint ist. Also ich meine, ist zwar für mich, aber soll er so sein, damit als Erklärung. Ich weiß sowieso, was wo drin ist. Von daher bräuchte ich gar keine Schilder ranmachen. Brennstoff. Warte mal ganz kurz. Ne, hier gibt's keine Information. Ah, komm, bleibt einfach so. Zack, bumm. So, und hier kommt nämlich jetzt dann Material. Beziehungsweise ich könnte auch Eingabe schreiben, weil ich hier Ausgabe habe, kann ich hier auch Eingabe schreiben. Na, fuck off. So, und jetzt geht es nämlich wie folgt. Jetzt kann ich hier Scheiße reinmachen, die wir als Brennzeug benutzen können. Das wird dann nämlich alles weggenommen, wird dann hier reingedingstert und das kommt dann nach. Hä? Moment mal. Was ist denn da jetzt los? Haben wir da nicht nur ein so Ding reingepackt? Wieso haben wir denn jetzt drei rausbekommen? Ich könnte schwören, ich hatte nur eins reingepackt. Gleich mal hier ein bisschen die. Oh, ich glaube, der fällt auch noch das Dach. Ah ne, doch, ist auch fertig. Sah gerade ein bisschen komisch aus. Brennstoff. Ich brauche irgendwas, was man brennen kann, also irgendwas aus Holz. Ja, oh, immer her damit, ne? Oh, die hatte. Quatsch können wir gleich praktisch benutzen, um das zu verbrennen. Und dann nehmen wir irgendwas, was wir brennen wollen. Also das zum Beispiel. Und
Ja, reicht ja aus. Als Exempel reicht das ja quasi aus. So, packen wir den ganzen Quatsch hier also auch noch mit rein. Du zum Ball. Ba. So. Okay, ich dachte schon, das wird jetzt alles hier verdreifacht oder irgendwie. Also Holzsachen werden es hier verdreifacht. Weil ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir hier nur eine reingepackt haben. Ah ja, was soll's. Egal. So, der ganze Quatsch kommt nämlich hier jetzt alles rein. Können wir jetzt schon verwenden. Beziehungsweise. Ja, ich gehe halt immer lieber am liebsten nach der Unwichtigkeit quasi. So. Das, was am unwichtigsten ist, quasi immer zuerst verbrennen. Bam. So. Jetzt haben wir nämlich das ganze Kackgedöns. So, und den schmeißen wir jetzt wieder alles rein. Beziehungsweise Eichen. Dschungel kommt zum Schluss. So. Jetzt wird nämlich alles hier aus der Kiste mal rausgetragen, hier rein, gepackt und danke. Das von hier wird dann wiederum in die Kiste gepackt, hier unten rein. Und genau das gleiche passiert nämlich jetzt hier oben. Wenn ich jetzt hier was reinpacke, das jetzt mal. Das hier zum Beispiel. Bam. Dann wird das jetzt hier abgenommen, wird hier reingepackt. Hier geht es aber gleich wieder raus. Und landet hier im Ofen und der Ofen backt das Ganze jetzt. Na, hier, wie gesagt, hier unten kann man quasi alles reinpacken, was das Holz geht. Und das, was hier dann rauskommt, was hier also hier reingeht, wird dann gleich wieder abgesaugt durch den Trichter unten, wird dann in die Kiste umgeleitet und bam, hier landet alles drinne. Und so kann man praktisch hier einfach all möglichen Scheiß reinknallen, den man durchbacken möchte. Hier kann man all möglichen Scheiß reinknallen, den man brennt, also die man als Brennmaterial benutzen möchte. Und wenn man dann irgendwann hier wieder runterkommt, wow, hat man hier unten die ganzen fertigen Produkte. So muss das laufen. Und das ist halt ultra geil. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, haben wir hier irgendwelche Sachen, die man. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ein Pferd auf dem Flur. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Und schaut mich an. Dam, 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 dam. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Na gut, okay, lassen wir das mal. So, der Ofen könnte jetzt quasi einfach weg, aber den lasse ich da einfach mal wegen Walbaum. Und ich wünschte echt, ja, wir hätten hier endlich mal ein bisschen Weizen. Aber irgendwie funktioniert das trotzdem mit unserem Feld gar nicht. Naja, was soll's. Ich kann auch noch mal gucken gehen. Ah, das ist ein Trauerspiel. Muss ich irgendwas aktiv machen, damit ich irgendwo wegen will? Nee. Alles andere funktioniert. Nur unser Gewächshaus ist irgendwie ein bisschen out of order. Schon echt nice. Gut, dich können wir gleich mal hier ein bisschen. Haben wir noch Erde dabei? Ja. So. Wisst ihr was? Wenn wir gerade schon mal hier sind. So, mehr haben wir auch nicht dabei. Gut, dann lass ich das am besten so. Easy. Easy. Okay. Ah, nee, ist Schwachsinn. Dann wird das heute das Zeug ja wieder nicht grün. So. Du hast den Ofen geklaut. Ich hab genau gesehen. So, das stopfen wir mal ganz. Also erstmal gucken, ob wir Erde haben. Ja. Die gute alte Erde. So, dann klatschen wir nämlich hier erstmal alles zu. Achso, ich hätte mir gleich mal noch eine Spitzhacke mitnehmen können. Dann machen wir es gleich mal richtig.
So. Wir haben Taler bekommen. Yay. Ja, siehst du, das ist übrigens der Beweis dafür, dass ich kein Auto-Aim benutze beim Abbauen. Das sind nämlich die entsprechenden Fehler, die dabei auf, aber ab und zu mal auftreten könnten. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Erde. Das schmeiße ich hier auch mal raus. Und hier kommt nämlich jetzt unsere. Oder ich mache komplett Erde rein. Weil eben grobe Erde. Ich weiß nicht, nehme ich hier grobe Erde oder lasse ich das hier so als richtige Erde? Weil hier geht es dann ja auch so zu Erde um. Von daher würde das so schon echt geiler aussehen. Weil mir ist halt auch so normal. Ich sehe gerade, wir können das hier auch einfach mal komplett abbauen. So. Easy. Was lange wirkt, wird langsam scheiße. Jetzt kommen wir gar nicht mehr raus hier. Fuck you in the ass. Vielleicht sollte ich die Dinger doch nicht verbrennen. Ich brauche sie doch öfter als mir lieb ist. Das gleiche gilt übrigens auch für. Ja, komm, die Weiber waren alles raus hier. Was wird noch so rein? Eichenholz, Planken. Komm hier. Oh, nehmen wir mal lieber das. Das vergeben wir mal lieber wieder raus. Scheinbar doch öfters zu brauchen, als mir lieb ist. Packen wir erstmal alles wieder rein. So. Na komm. Aha, wird langsam wieder grün. Ja, das funktioniert natürlich wieder, ne? Aber das Zeug da vorne, das wächst natürlich wieder nicht. Das ist quasi wachsimmun. Ja. Immun gegen Wachs jeglicher Art. Kerzenwachs, Bienenwachs, wachsender Wachs. Das sieht scheiße aus hier. Weg damit. So, fertig. Naja, was die Leute hier gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Lassen wir erstmal so. Ja, und hier. Ich weiß nicht. Das ist hier alles grobe Erde, ne? Komm, dann machen wir hier auch komplett wieder grobe Erde rein. Hä, was ist meine ganze grobe Erde? Hat ich nicht grobe Erde mitgenommen? Hä? Are you kidding me? Danke. Apropos Erde. Gott, so produktiv war ich ja schon seit 1980 nicht mehr. Auch wenn mir das hier ehrlich gesagt nicht ganz so gefällt, wie ich es gehofft hatte. Ich nehme mal euch beide nochmal weg hier. Setze jetzt hier einfach mal noch so sowas hin und setze euch dann hin. Mal gucken, ob das denn besser wirkt. Ja, doch, das wirkt viel. Das wirkt gleich viel nicht homogener, sondern viel, viel, nach schon. Ach, leck mich doch. Ihr wisst genau, was ich meine.
Ihr Arschlöcher. Ach so, übrigens, wir können ja hier mal unser Kakao abbauen, ne? Ja, genau, für drei Seiten gereicht. Ha! Noch einmal ernten und ich habe meinen ersten. Nee, eben. Schon ab nächsten Ernten habe ich meinen ersten Überschuss. Lol. Ja, nächste Woche dann wieder. Okay. Der Kletterradatsch kommt alles hier rein. Wir haben schon 15 Taler. Wow! Wenn es so weitergeht, können wir uns bald unsere ersten Diamantenwerkzeuge kaufen. Beziehungsweise vielleicht investiere ich das dann doch lieber in Rüstung, weil ich glaube mal. Werkzeuge, pff, ja, ne, also ich meine, pff, ja, leck mir am Arsch und so, ne, also, pff. Okay. Holz kommt da rein. Du kommst nach da, dann kommst du und dann kommst du, quasi vom kleinsten nach zum größten. Hey, hey. Ja. Eisen kommt natürlich hier rein. So. Und ich verbrauche ich mal hier oben. So. Bam. Ich schaffe mal, die Brennzeit von dem ist genauso wie das andere. Ich glaube übrigens gerade die Aufnahme hier gerade ein bisschen sehr lang. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ist aber auch egal. So, hier ist soweit alles in Ordnung. Genau, du kommst noch da. Genau, das Ding ist aufgeladen. Machen wir mal andersrum. So. Nee. Den offiziellen Weg bitte. Danke. Gut. Okay. Ist leer. So, dann wollen wir hier mal noch mal mit den Fackeln ein bisschen aufräumen. Die Fackeln einfach so auf den Boden lassen ist auch keine gute Schule. Fackeln? Erstmal hier mit Fackeln. Ach ja, die sind ja leer geworden. Die sind ja leer gegangen. Die sind ja geleert worden. Also brauche ich gar nicht. Egal. So. Oh, immer keep ihn. Fackel kann man wirklich nie genug haben. Man kann nur zu wenig Licht haben. Easy, passt. Geil. Geilomato. Packen wir noch irgendwie die Kerze? Nee, ne? Nee, Quatsch, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Ja, gut, okay. Genau, hier unten ist alles. Ist es soweit alles schön, alles schick. Das ist nice. Okay. Gut, die Frage ist, wo bauen wir hier eine Tür rein? Irgendwo müssen wir hier eine Tür reinbauen. Ich habe nur keinen Plan. Oh, wow! Alter, würde doch mal mein ganzes Getreidezeug hier vorne so schnell wachsen. Das wächst hier einfach gar nicht. Mann, was ist denn hier los? Ich glaube, wir machen die Felder da vorne, da lasse ich einfach so, wie sie sind. Ich glaube, wir packen uns hier mal irgendwo ein paar Felder hin. Das machen wir dann aber in der nächsten. Jetzt reißen wir langsam das Scheißpferd hier. Oh! Ich wollte ihn eigentlich hier reinschubsen. Ich dachte, mit der bloßen Hand kann man so Objekte gar keinen Schaden zufügen. LOL! Ja gut! Herzlichen Glückwunsch, wir haben unser erstes Leder. Und ich habe nun den offiziellen Titel als Kuhschubser. Nett. Okay, komm, wir sollten hier uns mal ein bisschen was reinpfeifen. Dann brauche ich mal langsam diese beiden Steaks hier auf. Ah, so Nummer 1. Zweite packe ich immer auf Reserve rein.
Dann genehme ich mir hier noch einen schönen Salato à la Pilzsuppe. Ne, Pilzsuppe. Pilzsuppe. Okay. Na gut, ich denke mal, die Aufnahme ist sowieso schon absolute Überlänge. Ja, wie gesagt, nächste Folge machen wir dann hier unten denn so Felten, genau. Wenn ich dran denke. Kann ich. Siehst du, dass ich auf die Idee nicht schon früher gekommen bin? Wie geht das? Brauchst du für eine Feder? Kann das sein, dass man dafür eine Feder braucht? Ja, sorry, aber ich muss jetzt mal ganz kurz hier. So, kann man das jetzt hier raufpacken? Nein. Rechtsklick geht auch nicht. Oder muss ich das jetzt hier erstmal so craften? Auch nicht. Hä? Nano? Was ist passiert? Speicherzugriffsfehler. Ja, leck mich am Arsch. So. Also, die Folge wird scheinbar eine Special-Folge. Die geht schon wieder viel zu lang. Merkt man, Programm ist erstmal abgestürzt. Das war so nicht geplant. Okay. Oh Gott. Ja gut, okay. In dem Sinne würde ich mal sagen, ja, das war's mit der Folge. Hat sowieso schon lange Überlänge. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Sagt man das so beim Let's Play, ne? Eigentlich nicht wirklich. Gut, ja, in dem Sinne, schau bis zur nächsten Woche mit Doom oder mein Test kommt dann wieder dran. Ich werde sowas von vergessen, dass ich dann ein Feld bauen möchte. Ich sollte das mir irgendwo aufschreiben. Egal, schau mit V.